Der Content-Schnack war auf Reisen. Gestern waren wir in Frankfurt bei Deloitte und haben uns mit Deloitte und Kreditreform darüber unterhalten, wie man eigentlich Content produziert im Banken- und Versicherungswesen, welche Kosten da entstehen und was man durch Automatisierung und AI alles einsparen kann. Und was für Mist ich gebaut habe auf dem Weg dahin, erfahrt ihr gleich in der Sendung. Bis gleich. In die Kamera gucken und die Hände klatschen. Super. Mario und Stefan, erstmal vielen Dank, dass wir heute bei euch im RegTech, ich muss es richtig aussprechen, RegTech Lab. Deloitte RegTech Lab. Deloitte RegTech Lab. Was macht ihr im Deloitte RegTech Lab? Das Deloitte RegTech Lab ist eine Plattform, wo wir innovative Ansätze mit Technologie verbinden und sie tatsächlich in einem Lab-Format zu einer Marktreife entwickeln wollen. Das ist eigentlich die Idee, mit verschiedenen Methoden, mit dem gesamten Ökosystem von Deloitte Kernkompetenzen beseelt, am Ende tatsächlich greifbar zu machen. Das ist der eine Teil, aber auch wichtig, bewertbar zu machen. Also im Sinne von auch Business Revenues ist ein ganz entscheidendes Thema. Also euer großes Spielzimmer. Genau. Absolut, genau. Spielzimmer ist vielleicht eine richtige Formulierung, wobei wir natürlich nicht mit Spielzeug arbeiten, sondern wir versuchen einfach Lösungen für komplexe Sachverhalte in unserem Kundenumfeld zu identifizieren und sie tatsächlich einfach greifbar zu machen, ganz entscheidender Punkt. Ja. Willkommen beim Content-Schnack, heute nicht mit Seim und nicht bei uns im Studio, sondern bei Deloitte, mit Stefan von der Kreditreform und Mario von Deloitte. Stefan, du hast vorher einen Vortrag gehalten, über den du mich jetzt mal ganz kurz aufklären musst, weil ich bin zu spät gekommen. Ich muss es erzählen, ich bin ein Vollidiot. Ich habe heute in mein Dieselfahrzeug 28 Liter super reingetankt. Der Spaß hat mich eine Stunde 20 gekostet und 580 Euro. Was habe ich in der Zeit noch verpasst? Ja, ich habe versucht, unseren Use Case zu beschreiben. Wirklich vom Anfang, wie wir über Trendwatching uns mit dem ganzen Thema, nämlich Bilanzkommentierung, auseinandergesetzt haben, wo wir wirkliche Vorteile versucht haben auch zu identifizieren für unsere Kunden. Wir sind Auslagerungsunternehmen im Bankenumfeld. Man beauftragt uns, Dienstleistungen zu übernehmen und da ist halt die Bilanzauswertung ein zentrales Thema. Und in dieser Bilanzauswertung ist auch die maschinelle Texterstellung jetzt angekommen. Und da habe ich darüber berichtet, wie wir vorgegangen sind vom ersten Seminar und auch vom Onboarding von AX Semantics, bis dass wir auch die ersten Prototypen auch jetzt realisiert haben und auch im Gespräch mit unseren Kunden sind, die jetzt diese Texte jetzt würdigen und uns Feedback geben sollen, sodass wir dann halt auch in den nächsten Schritt dann auch in der Prozessimplementierung jetzt hoffentlich jetzt auch angekommen sind und den Aufwand, den wir jetzt in anderthalb Jahren betrieben haben, dann tatsächlich auch in Umsatz dann auch münden lassen, weil wir sind Dienstleister auch in diesem NLG-Umfeld und wollen uns natürlich dort auch entsprechend positionieren. Das heißt, der Content, wir reden ja bei Content-Schnack darüber, wie man Content macht und welche Probleme es gibt und welche Schweißperlen uns das auf die Stirn jagen kann. Ihr benutzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr benutzt ein sehr umfangreiches und komplexes Datengemisch, um wirklich umfangreiche Texte zu erstellen. Wie werden die denn bisher erstellt? Ja, aktuell ist es halt so, dass im Bankenumfeld, wenn wir von der Votierung sprechen und von der Bilanzkommentierung, dass ein Kreditanalyst sich die Unterlagen dann zur Hand nimmt und anfängt dann Texte zu schreiben. Und wir haben auch bei uns in der Firma Analysten, wir sind eine Ratingagentur und die haben halt für uns im Rahmen des Lernens Texte produziert, die wir dann halt in die Maschine als Regelwerke übertragen haben, sodass wir jetzt primär als Ausgangsinput Jahresabschlussinformationen haben. Wir haben darauf basierende Analysen schon erstellt und uns steht als Kreditreform, als Unternehmen, als ein Teil der Kreditreformgruppe auch die Datenvielfalt aus dem Hause Kreditreform zur Verfügung, die wir auch versuchen in diese Analysen mit einzubringen, um letztendlich ein qualitativ hochwertiges Produkt auch zu generieren, weil nichts anderes ist es erstmal, ein Produkt, welches wir dann halt unseren Kunden dann halt als Basis mal jetzt zur Verfügung stellen wollen. Kannst du ungefähr einschätzen, was der manuelle Zeitaufwand ist, um so einen Bericht zu schreiben? Ja, das
kann man schon irgendwie, das hängt halt wirklich vom Kreditarrangement ab, es hängt auch von den Informationen, die mir als Analyst zur Verfügung stehen. Da kann eine Analyse vielleicht in 45 Minuten erledigt sein, aber wenn wir jetzt von größeren Arrangements sprechen, dann sind solche Kreditanalysen dann durchaus 2, 3, 4 Stunden, die man benötigt, um Texte zu lesen, daraus dann halt entsprechend Texte auch wieder zu produzieren. Und wir glauben, dass wir durch diesen hybriden Ansatz, dass die Maschine etwas vorbereitet und der Analyst dann finalisiert, deutliche Zeitersparnisse auch dann darstellen können für das Unternehmen und damit natürlich ein Kostenvorteil für das Institut dann entsteht. Ich bin ja so ein Skalierungsfan und ich weiß etwas, was unsere Zuschauer nicht wissen. Du hast vorher in der Fragerunde gesagt, ihr habt die Jahresabschlussdaten von 1 Million Unternehmen. 45 Minuten für einen Bericht hattest du mal jetzt gerade in die Luft geworfen. Ich habe das einfach mal 1 Million multipliziert. Das sind ja gigantische Mengen an Arbeitsstunden, die damit eingespart werden können. Ja, also wenn man das jetzt so hochrechnen möchte, dann ist das natürlich eine schöne Rechnung. Und ja, das sind halt tatsächlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Bilanzverarbeitung tatsächlich im Kreditgeschäft heute deutschlandweit, weltweit dann stattfinden. Aber es ist halt, glaube ich, eine ordentliche Anzahl an Analysen, wo heute wirklich Analysten sich hinsetzt und die Texte produziert. Und wenn wir das jetzt mal so ein Beispiel, 1 Stunde Bearbeitungszeit auf vielleicht 20 Minuten reduzieren, dann denke ich mal, steckt da eine ordentliche Portion Optimierung dann halt. Und wer Analysten in seinem Freundeskreis hat, der weiß das. Der Mario weiß das auch. Analysten sind die Leute, die immer zum Quartalsende wochenlang nicht nach Hause kommen und ihre Frauen und Kinder und Hunde nicht zu sehen bekommen, weil sie Nachtschichten schieben und noch den letzten Fehler rausärzen. Mario, ihr bei Deloitte spielt auch mit diesem Thema. Du hast vorher ganz spannend erzählt über Regulierung, Anti-Money Laundering, Compliance. Was macht ihr denn in diesem Bereich? Also am Ende suchen wir nach Geschäftsprozessen in Banken und auch Versicherungen, die tatsächlich wiederkehrend sind und wo der Aufwand der Analysten noch sehr, sehr hoch ist, aber doch im gewissen Grad immer wiederkehrend. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Wir haben im klassischen Kreditumfeld, ist es nun mal der Kreditprozess, der da im Fokus steht, den haben wir auch. Also ähnlich wie die Grifo sehen wir auch gerade speziell in der Bewertung von Kreditengagement. Hast du die gerade Grifo genannt? Ja, Kreditreform. Ist das der Szenebegriff? Das ist schon eine gängige Abkürzung. Wieder was dazugelernt. Ja, genau, die Grifo in der Tat. Das also auch wir schauen, dass das Thema Bewertung von Kreditengagements tatsächlich sehr, sehr viel händische Arbeit noch ist. Man glaubt es nicht, aber es ist in der Tat so und auch da setzen wir an. Also auch unser Ansatz basiert am Ende letztlich auf dem Modell, diese Analystentätigkeit eigentlich zu allokieren in Tätigkeiten, die wirklich sinnvoller ist, als wiederkehrend beispielsweise Bilanzen zu analysieren, Kreditengagements auseinanderzunehmen und sozusagen dann aber wieder zu beschreiben. Also da greifen wir an. Das ist der eine Punkt. Der zweite entscheidende Punkt in dem Zusammenhang ist aber auch, dass wir sozusagen bei gleichem Ergebnis eine bessere Compliance erreichen. Also wenn du tatsächlich auch die Maschine trainierst, sozusagen die Analysen auf eine ähnliche Art und Weise modellgetrieben vorzunehmen, dann hast du tatsächlich auch wesentlich mehr Transparenz und die Art der Entscheidung, die die Maschine trifft, ist weniger eine Bauchentscheidung, sondern sie ist sehr objektiv. Also du kannst das Modell tatsächlich auch nehmen und nuancierst am Modell, du machst ein Modell. Fairer durch AI? Absolut, das ist ganz zentral. Also fairer. Zumindest objektiver, würde ich fast sagen. Ja, also es ist nicht mehr meine Haarfarbe, sondern es sind wirklich objektive Eigenschaften, die am Ende des Tages für oder gegen etwas entscheiden. Und genau darauf setzen wir ab. Und jetzt kommen wir als die Leute, wir gucken ganz stark auf die Compliance. Es ist ein regulierter Markt, in dem wir unterwegs sind. Und entscheidend ist am Ende auch zu erklären, wie man was getan hat. Fragst du einen Analysten über seine Tätigkeiten, die er vor einem Jahr gemacht hat, dann stellt sich für mich die Frage, erinnert er sich dran? Also ich unterliege auch Reviews, wird schwierig zu erklären, was ich in 2018 an Geschäft gemacht habe. So, und hast du eine Maschine mit einer dedizierten Regel, die beschrieben ist, die zertifiziert oder auch abgenommen ist, ist es relativ einfach, auch Sachverhalte aus der Historie nochmal zu rekapitulieren und im Prinzip für richtig oder falsch zu entscheiden. Wie weit verbreitet würdest du jetzt 2020, es ist noch Januar, neues Jahrzehnt, the Roaring Twenties, wie weit würdest du sagen, ist die Bankenwelt hier in Europa in der Automatisierung von diesen schreibintensiven, repetitiven Aufgaben?
Wir haben ja zwei Bereiche in der Bank. Das eine ist sozusagen das Geschäftsmodell, was wir als Konsumenten, als Kreditnehmer sozusagen haben. Da würde ich sagen, sind wir ganz bequem im einstelligen Bereich, sozusagen in der Anwendung von NLG und NLP. Wenn wir sozusagen das Backoffice einer Bank uns anschauen, also Webauftritt beispielsweise, Prozesse im HR, die Interaktion beispielsweise über ein Chatbot, da würde ich sagen, ist die Durchdringung schon ein bisschen größer, aber auch da sind wir in eher einem kleinstelligeren, zweistelligen Bereich. Also das ist, wie gesagt, unser Antritt auch in dem Zusammenhang jetzt mit einer AX ist beispielsweise diese Professionalität der Technologie in den etablierten Geschäftsprozessen einer Bank einzubauen und weniger in den Backoff-System, weil die Transformation, die Banken heute unterliegen, ist natürlich dort elementar in den Geschäftsprozessen und da muss die Bank schneller, besser, auch mit mehr Compliance sozusagen und natürlich auch günstiger unterwegs sein und darauf fokussieren wir. Hat der Mario recht? Ja, ich kann ihm nur zustimmen. Wir führen jetzt erste Vertriebsgespräche im Bankenumfeld und ich habe bisher noch keinen einzigen Bankkunden jetzt tatsächlich gesprochen, der sich mit dem Thema NLG auseinandergesetzt hat und war eigentlich überrascht, dass es mittlerweile geht. Lass mich da gleich dazwischen fragen. Vielleicht guckt uns ja der eine oder andere Banker zu oder Compliance Officer. Du hast ja oder ihr habt ja ein richtiges Produkt gebaut mit NLG-Technologie. Das heißt, ihr seid den ganzen Weg gegangen. Drei Ratschläge für den ambitionierten Banker, der NLG in den Griff bekommen will. Drei Ratschläge. Also wenn er das Thema jetzt selber umsetzen möchte. Also wichtig, dass man ein gutes Team sich zusammenstellt, wo wirklich Expertise drin steckt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir wollen ja genau diese Expertise dann halt in Regelwerken umsetzen und auch in der Maschine dann halt dokumentieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man braucht auf jeden Fall einen Sparingspartner, auch marktseitig, der wirklich da auch Input liefert und sagt, dass man dort auf dem richtigen Weg ist. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil wir halt automatisieren wollen, ist auch die IT unabdingbar in diesem Umfeld. Also dass man halt frühzeitig sich über die zukünftigen Workflows und Prozesse auch schon sich bewusst ist, wie will man es implementieren. Und das kann ich auch nur empfehlen, wirklich versuchen, das Team so zusammenzustellen, einfach, dass dann halt die unterschiedlichsten Bereiche, nämlich die Fachlichkeit, der Markt und die IT, da zusammenspielen, um ein bestmögliches Ergebnis dann auch zu produzieren. Die Frage an mich, oder? Ja, würdest du dem noch was hinzufügen? Ja, also ich, ganz entscheidend ist etablierte Software. Also ohne der würde es nicht funktionieren. Also das schafft natürlich einfach Vertrauen, sozusagen den Transfer, also auch den Zeittransfer und die Lernkurve letztlich von Software dort mit zu vermarkten. Ohne den wird das nicht funktionieren. Teams, hast du schon gesagt, das ist entscheidend. Und Hartnäckigkeit, vielleicht das Letzte. Es ist eine neue Technologie und was wir brauchen, ist am Ende des Tages auch einen langen Atem. Und ich denke, die AX hat das ja in der Historie selber auch beweisen müssen, sozusagen auch mit Widerständen, die wir ja zwangsweise dort wiederfinden, in etablierten Prozessen. Das sind ja keine neuen, sondern etablierte, diese Widerstände, diese Changes, die sich daraus ergeben, am Ende des Tages einfach auch auszuhalten und auch aber dafür Lösungen zu bieten. Also dranbleiben. Absolut. Dranbleiben ist das Stichwort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran, klickt, liked, shared, kommentiert und wir sehen uns nächste Woche wieder beim Content-Schnack, wahrscheinlich wieder aus unserem Studio. Vielen Dank an meine Gäste, nein, ich bin der Gast, an meine Gesprächspartner und tschüss. So.